Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Römern. In der letzten Folge haben wir erfolgreich die Schlacht von Tolosa geschlagen und gewonnen. Glücklicherweise noch. Wir müssen jetzt versuchen, unsere Armeen hier noch zu retten. Zumindest von dem, was übrig geblieben ist. Nicht, dass wir jetzt hier noch weiter irgendwie berannt werden können. Das ist nicht so schön, das wünsche ich mir eigentlich nicht. Gut. Doppel-H-Plank-Konstruktion. Vergütungsreform. Taktik. Boah, das könnten wir machen, aber guck mal, also wir haben da letzte Runde auch hier fertig geforscht. Und dann wollen wir jetzt mal hier. Ja, immer noch 8 Runden. Gut. Aber egal, dann gehen wir jetzt auf gebrannte Ziegel. Dass wir die bekommen können. Jetzt müssen wir die Runde beenden und hoffen, dass die Averna nicht uns angreifen wollen. Ganz stark hoffen. So, ich kann ja meinen Verbündeten Kriegsziel setzen. Jetzt sich mal Massalion hier Vulkar als Ziel. Ich bin sicher, ihr habt viele. Die Averna sind gar nicht mal so groß. Die haben nur 2 Regionen. Ich habe die mir schlimmer vorgestellt. Guck mal, mit wem können wir noch eventuell reden? Mit keinem. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass wir hier nicht angegriffen werden. Die Averna hier unten können ja auch was machen. Ist ja das Gefährliche. Apropos Averna und gefährlich. Da muss ich gleich mal gucken, ob meine Garnison wieder aufgestockt wurde. Damit ich in Tarraconensis auch weiterarbeiten kann. Und ja, super, ihr macht das richtig. Und ja, yeah, geil, Massalia. Das gefällt mir, was ihr da tut. Und er setzt wieder auf, mich hier zu vergiften, glaube ich. Kommandieren, Staatsmann. So, bin ich auch jetzt nicht mehr so stark hier. Ein bisschen bin ich geschwächt worden. Gut. Also die Julia sind extrem stark geworden bis jetzt. Da müssen wir hoffen, dass es nicht weiter so steigt. Wir sind anscheinend auch gestoppt. Ja. Wir sind gestoppt. Kann ich euch behilflich sein? Ich finde Gefallen an Sabotage. Gut. Fernsabotage erfolgreich. Die Armee ist mittlerweile so schwach, dass auch meine Verstärkungsarmee alleine das packen sollte. Ja, mittlerweile schon. Wir haben genug Kavallerie, genug Infanterie, genug Fernkampf. Eigentlich sollte man das packen können. Ich schicke uns Unterstützung mit dazu. Habt ihr noch weitere Befehle? Ihr kommt euch hoffentlich nächste Runde in Tolosa und könnt ihr die Stadt behalten. Guck mal, dass hier auch wirklich nichts ist. Weil dann marschieren wir direkt auf Numancia erstmal zu. Noch sehen sie uns ja nicht. Da bist du ja. Feinkosthandel da. Das möchten wir noch bauen hier. Aber mir fällt gerade auf, eigentlich brauche ich noch einen Tempel. Oder ist jetzt auf eine Garnison-Kolonia? Apropos, gucken wir uns erstmal an. Die Garnison ist wieder vollzählig, also ist die eigentlich schon fast in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Die Stadt. Trotzdem brauchen wir auf eine Garnison Kolonia. Wollen wir heute mal ein bisschen abgesichert werden. Bauen wir wahrscheinlich erstmal auf ein Amphitheater, bevor wir auf einen Feinkosthandel bauen und dann. Das ist auch kein Problem mehr. Gut, gucken wir mal weiter hier oben, wie es hier aussieht. Die Markomannen sind zwar da. Wenn sie aber angreifen, ist keine Chance. Da ist es noch gefährlich. Also, ich bin mal gespannt, wie die Veneter das hier lösen. Die sind ja alles im All, machen so vieles richtig. Meine Norika sind auch gerade am Verrecken hier. Wie sehr. Ja, ich lasse sie eigentlich nur machen. Was? Die Spartaner haben noch Navissos? Ey, ihr wollt mich doch wohl verkackern. Also erstmal sind die Makedonen ziemlich weit gekommen. Bis nach Malwa. Provinz Dakien. Und die haben. Boah.
Was soll ich dazu noch sagen? Da fällt mir nichts zu ein. Okay. So, guck mal hier rein. Armeen nutzen wir voll aus, gut. Hoffentlich schrumpfen wir bald nochmal wieder. Einen habe ich noch vergessen aufzuleveln. Dich hier. Oh, Salve. So, Runde beenden. Konfiguration, Roxolan, Skytien, Armenien, Lusitaner. Die Lusitaner greifen nicht an, das ist sehr gut, damit können wir sie gleich angreifen. Ich hoffe, dass ich meine Armee jetzt auch benutzen kann, um weit anzugreifen. Das sieht gut aus. Oh, beherrscht zwei Provinzen entweder durch direkten Besitz oder über Klientenkönigtümer und Militärbündnis. Okay. Oh. Gut. Gut. Schön. Sehr schön. Finde ich sehr schön. Cool, kriegen wir auch gute Einheiten von Klientenkönigtümern, das ist auch schön. Dich bauen wir mal auf ein Amphitheater. Und siehe da. Die Lusitaner sind wieder da. Gut, Numancia wird unser nächstes Ziel sein. Ich hatte eine bessere Garnison. Die Armee kann ich leider nicht sehen. Da sehen wir sie ja schon. Terranschild. Krieger. Iberische Schwertkämpfer, Skutari-Sperrkämpfer, Steinschleuderer. Die Guerilla sind ein bisschen gefährlich, aber ansonsten sollte man das knacken können. Ich erwarte weitere Befehle. So, dann greifen wir mal an. Natürlich warten wir jetzt, bis unsere Verstärkung da ist und werden danach schön angreifen. Aber oh, der Feind gibt sich aufs Feld hinaus zum Kampf. Okay, muss er bei seinen Guerillas auch nutzen, das ist sein Vorteil, aber naja. Der Feind gibt sich zum Kampf aufs Feld hinaus. Ja, eine Feldschlacht kann man so auch schön provozieren. Schlacht von Numancia, 252 vor Christus. Dann haben wir schon das zweite unserer vier Ziele erfüllt. Damit die Lusitaner weiter zurückgetrieben. Im Endeffekt sind sie später wieder im Süden von Portugal. Das können sie noch behalten. Da will ich noch nicht hin. Das habe ich erstmal nicht vor, aber ich habe schon mal die Kontrolle über sämtliche Städte im Norden von Spanien, um meine Provinzen auszubauen. Das ist eine gute Sache. So, die Verstärkung kommt von hinter mir. Okay. Kommt von da. Gut, hier. Hat hier einen schönen Hügel. Okay. Zack. Nein. So, hier. So, dich auch nochmal hier. Ja. Muss ich erst doch an die neue Tastatur gewöhnen. So. Guck mal, was sehen wir denn von ihm hier. Plänkler, die Stammeskrieger, die Kavallerie. Und das war's. Mehr sehen wir momentan nicht von ihm, aber jetzt sehen wir ein bisschen mehr.
Die Guerillas kommen erst zum Schluss mit hinzu. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Super, unsere Artillerie ist schon mal da. So, wie möchte ich denn hier hinschicken? Was macht der? Marschiert er jetzt auf mich zu? Ja, macht er. Dich als Nummer 7 bereithalten für die Artillerie zum Schutz. Das ist eine ganz gute Sache. Dich bald noch dahinter. Die Steinschleuder auch. Die Plänklerkaff auch. So, iberische Kavallerie. Das ist so ein Gen. Dass mir jetzt meine Artillerie hier beknallt. Wäre nicht so schön. Das waren noch Griechen, nicht wahr? Unsere versteckten Einheiten wurden ja, das waren Griechen. Equitas! Vorwärts! Pirische Kavallerie ist ja die schwache Kavallerie, glaube ich. Ja, es ist die schwache. Marschiert weiter auf mich zu. Wir müssen vorspulen. Hoffen wir, dass die Artillerie das noch pünktlich schafft. Da zu sein, sieht aber schlecht aus. Na, es könnte noch klappen. Naja, den Vorteil muss man ausspielen, wenn man Range hat. Stell mich hier hin. Dich auch hier. Dich stellen wir hier mit rein. Unseren Gen stellen wir hier mit hin. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, wir setzen explosierende Geschosse ein. Oh oh. Das sind wir zumindest überlegen hier. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Na, Kaffee. So, eins. Ihr haltet euch mal bitte bereit hier. Oh, ich muss schnell wieder rausziehen hier. Ihr dürft mir hier nicht verrecken. Ah, da macht er wenigstens mit der Kavallerie gute Sachen hier. So, ich gehe wieder auf Steine. Ah, immer gut getroffen hier. So, und euch schicken wir noch mit rüber. Die Kavallerie muss raus hier. Gut, ihr habt es geschafft. Raus hier mit euch. Schicken wir hier mal drüber. Euch bald mir hier. Ihr habt es jetzt fast geschafft, oder? Ja. Oh, der verreckt hier der ganze Trupp hier. Müssen wir auf Söldner setzen. So. Euch holen wir hier mit rein, euch schicken wir hier rüber. So, der Gen darf mal Kriegsschrei machen hier. Die haben sowieso eine schlechte Moral. Da können wir auch noch bewusst reindrücken. So, und euch jagen wir jetzt hier durch. So. Angriff bitte. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Was haben wir denn hier drin?
Veteranenschildkrieger, das ist nicht gut. Die Axion bitte hier. So. So, die Axt heute hier weiter. Wo ist unser Plänklerkopf hin? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ach, du wurdest gejagt und getötet. Okay, gut. Dann ist es schlecht gelaufen hier. So. So. Ich schicke mal hier rüber. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Das ist ein schändlicher Anblick. Der Plänkler-Modus haut jetzt hier ganz schön rein. So, der hier wird ausgeschaltet jetzt. Drin sind ja noch Speerkämpfer hier, ui. Den Gen holen wir mal schnell raus hier. Jetzt wird es schmerzhaft hier drüben bei dem Trupp. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Welcher Trupp hat eine schlechte Moral gerade? Das Skutari-Speerkämpfer hier. Charge jetzt mal hier bitte und du gehst mal hier rauf. Das sind herbe Verluste bei Numancia, aber danach haben wir die Stadt sicher. Der Trupp wird so viele Kills machen. Die lusitanischen Adligen sind schon immer gefährlich gewesen. Warten wir, hier kämpfen sie schon wieder. Ey, der kommt überall mit lauter kleinen Mini-Einheiten wieder. Und macht mich da kirre. So, der Trupp verreckt so oder so jetzt hier. Der hat da keine Chance mehr. Super, jetzt können wir das Ding gewinnen. Super, der ist weg. Die werden jetzt hier auch weiter zum Fliegen gebracht. Jetzt die Schlacht gewonnen. Ja. Können wir das Gefecht auch beenden? Nee. Oh, schmerzhaft dieser Sieg hier. Viel zu viele Verluste. Okay. Zwei Astari-Truppen sind weg. Die müssen wir nachrekrutieren. Das ist nicht gut. Aber die kriegen wir schnell wieder. Nehmen wir einfach mal schnell ein Lager bauen dafür. Dann ist das auch kein Ding mehr. Wir können aber trotzdem auch noch ohne die Astari weiterarbeiten. Also so ist es nicht. Alternativ können wir dafür erstmal Söldner als Lückeneinheiten reinstellen. Vor allem, wir kriegen ja relativ schnell die iberischen Söldner-Schwertkämpfer. Die sind da schnell drin. Wichtig ist halt nur, dass wir jetzt die Lusitaner da richtig fertig machen können. Immer weiter einnehmen müssen. Damit wir dann irgendwann alle ihre Regionen dort haben im Norden von Spanien. Damit wir halt mehr Landwirtschaft bauen können danach. So, Schlag ging 9 Minuten. Die Guerillas haben gar nichts gebracht bei ihm, aber hier sieht man den Gen mit fast 300 Kills. Also die lusitanischen Adligen sind somit die gefährlichsten Schwertkämpfer überhaupt im ganzen Spiel. Bin ich der Meinung. Die können killen bis zum geht nicht mehr. Einziges Problem bei der ist die Rüstung, dass sie ein kleines Schild haben. Also sind dafür halt ein bisschen anfälliger bei Fernkampf, aber im Nahkampf sind die nicht zu stoppen. Da zerficken die wirklich alles, was auf die zumarschiert. Also. Bei dir ist es wirklich, bei denen ist es gefährlich und die haben von mir auch die meisten Einheiten getötet.
Der hat mal eben so allein ein Viertel getötet von allen Einheiten, die ich mit. Also die gestorben sind von mir. So. So, Numancia gehört jetzt mir. Und niederreißen. Da hinten haben wir noch eine lusitanische Armee. Und noch eine lusitanische Armee und eine karthagische Armee. Gut, also wir wissen immerhin schon, wo sich hier was befindet. Das ist gut zu wissen. Jetzt mein Dorf. Hier ein Kampfplatz des Mars. Und hier bauen wir schon direkt eine Villa. So, militärischer Eifer kann man schon mal aktivieren hier. Der kann noch zu mir kommen, der schafft es gerade noch so zu mir. Sieht's hier aus. Erst nächste Runde, gut. Aber das, was nächste Runde passiert, sehen wir auch erst nächste Folge, denn wir haben unser Limit für heute wieder erreicht. Wir haben vieles zusammen erlebt. Massalia hat sich jetzt Tolosa dazu geholt, was ich sehr gut finde. Wir haben jetzt weiter in Tarraco, also in der Provinz Tarraconensia, glaube ich. Nee, Tarraconensis. Haben wir. Okay, wir haben. In Cartaginensis haben wir eine neue Region eingenommen. Und zwar Numancia. Jetzt geht es weiter darauf los, Aquilum sich zu holen und Brigantium. Wenn wir das dann gemacht haben, dann sind die Lusitaner erstmal deutlich geschwächt. Hier unten im Süden müssen wir später eine Armee aufstellen zur Kontrolle. Genauso wie hier drüben dann an diesem Fluss. Ja, das gehört noch zu Brigantium. Wenn wir dann da was hinstellen, dann sehen wir immer alles, was kommt von den Spaniern und werden nicht auf eine wundersame Weise irgendwie überrascht. Dann brauche ich mir halt weniger Sorgen zu machen. Ich werde ihnen dann trotzdem noch einen Frieden anbieten, das kommt nochmal mit dazu. Guck mal hier, lateinisch. Ist auf dem Vormarsch. 24%? Wurde mich doch verkackern, so schnell geht es? Machen wohl die Gebäude eine Menge aus. Gut, in dem Sinne, Leute, verabschiede ich mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.